Ja, willkommen zur Rome Total War 2 Fraktionswahl für den Multiplayer-Kampagne, die ich mit Dragon Fist machen werde. Und zwar gucken wir mal. Also ich werde mir einige Fraktionen raussuchen und bei denen könnt ihr dann abstimmen. Die werden ich demnach dann spielen, welches auch immer ihr wählt. Nun sagen wir es mal so, ihr könnt die griechischen Staaten stehen zur Wahl, also Sparta, Epirus und Athen. Da fände ich Athen wäre eine gute Wahl. Also nehmen wir da mal Athen aus den griechischen Städten. Die Germanen spiele ich gerade für mich selber. Wir könnten Makedonien natürlich noch spielen. Dann Gallien oder die Britannia. Die östlichen Reichen nicht so sehr. Dann die Karthager. Da ist mir egal, welche Dynastie. Oder die Römer. Das heißt, es stehen zur Wahl die Römer, die Karthager und die Griechen, würde ich sagen, für die Multiplayer-Kampagne. Da Dragon Fist Pontus oder auch Griechen spielen möchte, je nachdem, werde ich mich dann für eine andere Fraktion entscheiden, je nachdem, was er spielt. Oder Parthien. Parthien ist auch noch im Rennen, würde ich sagen. Ja, genau so machen wir es. Entweder Karthago, Rom oder Parthien. Das klingt gut. Oder Makedonien, genau. Ich werde unten dann die Kommentare schreiben, ihr könnt abstimmen und in 2 Tagen, das ist dann der 5.9., ist dann die Abstimmung zu Ende und da werden wir dann höchstwahrscheinlich unsere Multiplayer-Kampagne auch anfangen. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr zugesehen habt. Stimmt bitte ab und wir sehen uns dann bei der Multiplayer-Kampagne. Naja, wir sehen uns natürlich noch vorher bei der Dings dann, bei der normalen Kampagne, aber ihr wisst schon, was ich meine. Bis dann. Tschüss.